Hallo ihr Lieben, hier ist Herr Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach an verschiedenen Stellen in Deutschland, aber natürlich auch gerade eher im Lockdown. Und wir haben heute ein schönes Video. Wenn du auch solche Fragen stellst, kannst du bei einem Formular machen auf liebeschipp.de. Die schöne Frage: Bin ich krankhaft eifersüchtig? Ja, ansonsten findest du meine Kurse auf liebeschipp.de rund um Bindungsangst, Verlustangst, Dating, alles Mögliche. Spiritualität und ein geiles Leben und so weiter. Gut, und haut mir noch die 22.222 Abonnenten vor. Sind schon ganz nah dran, fehlt nur noch 13, als ich das Video schieße. Und genau. Hallo lieber Christian, deine Podcasts und YouTube-Videoclips haben mich so oft gestärkt. Vielen Dank dafür. Ich bin seit 3 Wochen von meinem Freund getrennt. Wir waren 2 Jahre zusammen, lebten aber nicht zusammen. Du gibst ja den Ratschlag, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Habe ich in diesem Fall gemacht und trotzdem bleibt da ein Funke Unsicherheit, ob ich nicht die krankhaft Eifersüchtige bin. Es fing eigentlich vor 2 Jahren an. Mein Freund telefonierte Mitternacht, als ich ihn ansprach, mit wem er da telefoniert, meinte er, mit einer Kollegin, die psychische Probleme hätte. Tja, war er bestimmt ganz verständnisvoll. Und er wollte ihr zur Seite stehen. Ich war dann irgendwann im Urlaub und rief ihn an. Er ging betrunken ans Telefon, aber wenn er schon so anfängt, man weiß eigentlich schon, wie es weitergeht. Und meinte, er wäre mit der Kollegin auf einer Veranstaltung gewesen. Gut, aber ich verstehe dein Problem. Erstmal weiß man es ja nicht. Ne? Man denkt ja immer so, vor allem so als Pluswort, denkt man immer, ja Gott, kann ja mal sein und will ja auch nicht so streng sein. Und ja, naja. Als ich wieder da war, das ist mir so peinlich, habe ich in sein Handy geschaut. Ja, gut, ich meine, ich empfehle es nicht zu tun, weil Bauchgefühl ist eigentlich völlig ausreichend, aber ja, manchmal macht man es halt, dann macht man es halt. Und vor allem, wenn man dann was findet, denkt man vielleicht, naja, gut, dass ich reingeguckt habe. Was ich empfehle, wenn man da unbedingt reingucken will, zu sagen, du, jetzt komm, nehmen wir uns mal dein Handy vor, gucken wir mal zusammen rein und wenn jemand das dann partout ablehnt und sagt, das ist Menschenrechtsverstoß und die UN kommen gleich und dann weiß man nicht, hat man nicht auch eine Antwort und wenn man reingucken darf, ist ja auch gut. Und dann, also man soll es jetzt schon überlegen, weil manchmal sind da vielleicht Sachen drin, die wirklich harmlos sind und die einen unnötig anträgern, aber gut, in dem Fall hier ist das jetzt glaube ich nicht so. Oh Christian, meine Hand hat gezittert und ich kam mir vor wie eine Verbrecherin. Ja, Gott. Hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Ich fand eine SMS von einem Freund aus besagten Nacht vor. Gut, ich lese die SMS jetzt mal nicht direkt vor, sondern also in der SMS stand dann quasi dran, ach, ich hätte dich so gern noch begleitet und ach, ich hätte dich küssen sollen und ich finde dich so hot und ja, und aber es ist irgendwie, ich mag jetzt nicht so eine SMS vorlesen, aber es ist irgendwie so ein cheesy Ton, der schon so ja gut, also offensichtlich ist nichts gelaufen, aber er wollte, dass was läuft. Das kann man, glaube ich, nicht anders interpretieren. Ich war geschockt und habe Schluss gemacht. Ja. Tada, sehr gut. Genau richtig. Hier ist ein Koffer. Danke, danke für die schöne Zeit und das war's. Aber gut, wenn man so ein paar Jahre zusammen ist, will man natürlich immer erst noch reden. Obwohl, das ist eigentlich die Sache mit den Dealbreakern. Ne? Guckt immer mal. Modul 1, Standards und Dealbreaker, ist eigentlich ein Dealbreaker, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. So, ne? Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich will das auch nicht beurteilen, muss ich selber wissen, vielleicht ist es für euch auch nur ein Standard. Ja, aber an dem Punkt muss man eigentlich sagen, du, wenn man nicht Schluss machen will, muss man eigentlich sagen, ja okay, offensichtlich haben wir jetzt eine offene Beziehung, werde ich auch so handhaben in Zukunft. Das wäre auch korrekt. Ne? Ich war geschockt und habe Schluss gemacht, leider nur eine Woche, er schrieb mir jeden Tag.
Es tut mir so leid. Nee, aber nicht mal. Dann haben wir telefoniert und er meint, es wäre nur Spaß gewesen. Ja, das ist jetzt Gaslighting, ne? Also Gaslighting heißt jetzt nicht automatisch, dass jemand, also wenn ihr das jetzt googelt, dann findet ihr sofort einen Narzisst. Das heißt es überhaupt nicht. Das ist einfach eine kommunikative Taktik, wenn man nicht zugeben will, dass man total Scheiße gebaut hat, ne? Aber ja, das hört sich für mich doch sehr nach Gaslighting an, ne? Das sei so in der so und so Szene üblich, also der Beruf deines, das ist wirklich Gaslighting des Grauens, wirklich, also. Ja, also spätestens da, also selbst wenn man jetzt nochmal gesagt hätte, ich rede nochmal, spätestens hier ist es eigentlich ein absoluter Dealbreaker. Kann nur noch sagen, okay, du bist einfach ein Lügner und ja, habe ich keinen Bock drauf. Was ich auch immer jetzt sage, ist, man sollte das nicht zu persönlich nehmen. Weder solltest du es zu persönlich nehmen, das wird damit jeder anderen auch machen, noch solltest du es so persönlich nehmen, was ihn angeht, weil ich, das wollte ich heute mal ein bisschen fokussieren, also ich würde immer so ein bisschen den Täter, sag ich mal, ausblenden und einfach überlegen, okay, was habe ich hier angezogen? Was ist mit mir los? Warum habe ich ein Selbstliebe-Thema? Warum ziehe ich Leute an, die nicht loyal sind? Das würde ich mich fragen, weil jetzt immer zu sagen, ja, das ist jetzt, also ich würde mir überlegen, warum ich diese Energien anziehe, weil mal ganz ehrlich, jeder hat schon mal gelogen im Leben. Also das hat vielleicht noch nicht jeder gemacht, sowas. Vielleicht machen das auch eher Männer, ich weiß es nicht. Also nee, Frauen machen es auch, aber keine Ahnung. Könnt ihr mal drunter kommentieren, ob ihr denkt, das machen eher Männer oder mehr Frauen. Aber also zu gucken, was kannst du daraus lernen, anstatt das so viel auf ihn zu beziehen. Aber du sollst natürlich auch nicht schönreden. Das ist einfach, ja, ein bisschen ehrenlos, sag ich mal. Ne? So, es sei eine lustige Sache gewesen und sie hätte ja einen Freund. Ja gut, das spielt ja offensichtlich für ihn keine Rolle. Also das spielt ja auch bei dir auch keine Rolle, dass ihr eine Beziehung habt. Daraufhin meinte ich dann, wir können uns ja zu vier treffen. Ich feier dich. Super, hast du schon mal Videos von mir gehört? Ich weiß nicht. Also ist genau das, was ich empfehlen würde, wenn man, eigentlich gibt es keine Unklarheiten mehr hier, muss man schon ehrlich sagen. Aber wenn man jetzt Unklarheiten hätte, genial, lass dich, ist doch super, ist alles freundschaftlich, es ist diese Szene, wir sind alle so cool, hey, lass uns doch zu vier treffen, wir haben einen schönen Abend und machen noch so ein paar mehr von diesen Witzen und super. Ja, also großartig, genau, also bis hierhin alles richtig gemacht, außer dass man schon merkt, dass du zu viele Chancen gibst, aber gut, das geht ja fast allen so, die mir schreiben. Ich würde gerne von diesem Freund auch mal hören, dass er das okay findet und das als witzig erachtet. Ach, genial. Ich feier dich echt. Mein Freund sagt, er fragt die Kollegin für ein Treffen zu viert, was natürlich dann auf magische Art nicht zustande kommt. Wer hätte das gedacht? Dann hat er sie immer nicht gesehen auf der Arbeit. Dann hat er sie getroffen, aber sie wollte keinen Stress haben mit ihrem Freund und meine Eifersucht. Ja, jetzt haben wir die nächste riesenrote Flagge ist Schuldumkehr. Was hast du denn damit zu tun? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einfach festgestellt, dass er komplett illoyal ist. Also mehr kann man da nicht zu sagen. So, ne? Und dann zu sagen, du hast ein Problem, ist schon echt ziemlich daneben. Es ist richtig daneben, muss ich echt sagen. Ey. Also da würde ich echt sagen, du, ich war dir keine Tränen hinterher. Also echt. Aber einfach feststellen, aha, komplett illoyal, okay, mein altes Muster oder okay, alles klar, kenne ich schon, next. Weil der hat ja mit dir auch überhaupt kein Mitgefühl und keine Empathie, ist ihm ja scheißegal, dass er dich anlügt. Oder ich weiß es nicht, aber es kommt so rüber. Und ja, finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ne? Also hat der dich verdient? Ich glaube nicht. So, ich habe leider zugelassen, dass da keine Konsequenz stattfand. Es wurde verschleppt und er hat so drauf rumgeritten, dass ich in sein Handy geschaut habe. Ja, deswegen, was ich ja immer wieder sage, also hier ist es wirklich, ich kann es total verstehen, dass du reingeguckt hast, aber das sage ich immer wieder, halt die Spielfläche sauber, weil umso einfacher wird das, wenn du ihn jetzt gezwungen hättest, dass er zusammen ins Handy schaut, hättest du sagen können, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nur festgestellt, du bist nicht loyal, alles klar. Und jetzt findet da die sozusagen die Lücke bei dir, dass du ein schlechtes Gewissen hast, weil du reingeguckt hast. Aber mal ganz ehrlich, du hast ja was gefunden. Wie gesagt, ich würde es auch nicht unbedingt machen, aber
ehrlich gesagt würde ich mir jetzt auch keinen Kopf drüber machen, wenn man was gefunden hat. Also, aber gut, man sollte es nicht tun. Natürlich ist es Privatsphäre. Aber ja, gut, kann man, glaube ich, verstehen. So, naja. Er hat so drauf rumgeritten und hat gesagt, ich soll mal zum Psychiater gehen. Ja, schicken wir dich mal zum Psychiater, weil du so krankhaft eifersüchtig bist. Das ist wirklich ekelhaft, wie eifersüchtig du bist. Du bist bestimmt ganz krank. Ja. Ja, das ist natürlich eine ziemlich eklige Strategie, muss ich echt sagen. Mein Vater war ein notorischer Fremdgänger. Ja, da haben wir es doch schon. Du hast auch schon alle Puzzlesteine zusammen. Also wenn man Fremdgehen beobachtet in einer Familie, dann kriegt man da so eine komische, ja, ich weiß auch nicht, da irgendwie klackern dann diese Sachen nicht so richtig zusammen. Also man hat dann gelernt, das einfach zu beobachten, ohne dass was passiert. Und diese Energie, sag ich mal, diese Schwingung, diese Vibration, die holte ich jetzt hier ein, so, ne? Die ist halt noch so in deinem System. Aber die kriegst du halt raus, indem du einfach sagst, nee, das ist nicht, diese Täter-Opfer-Beziehung, einfach keinen Bock mehr drauf, mach ich nicht mehr mit. Auf beiden Seiten nicht, Täterseite auch nicht, schreibst jetzt hier nichts von. Aber ja, mach ich nicht mehr mit. Und damit kriegst du das aus deinem System raus. So, ne? Er hat meine Mutter mit einer Arbeitskollegin betrogen und danach auch meine Stiefmutter. Ja, ich sag ja, das ist, wenn jemand notorisch das macht, dann, ja, trifft es jeden, ne? Da dachte ich kurz, ob ich vielleicht übertreibe durch meine Kindheitsgeschichte. Wieso denkst du nicht, daher habe ich mein Überverständnis, meine Überempathie. Das wolltest du denken, ne? Andererseits war ich aber bei meinem Ex-Mann, mit dem ich auch lange zusammen war, nie eifersüchtig. Ja, du hast ja deine Antwort, ne? Da ist also das Bauchgefühl und dann doch der Zweifel, dass ich alles falsch verstehe. Leute, schaltet den Verstand aus und hört auf euer Bauchgefühl. Das kann ich euch nur raten. Schaltet den Verstand aus, weil der Verstand ist auch immer so, bin ich jetzt zu so und so und bin ich wirklich so und so, naja, vor 3 Wochen habe ich dann wieder reingeschaut. Also wie gesagt, ich empfehle, dass man zusammen reinguckt, einfach damit man sich selber nicht so martert dafür. Das ist einfach viel cooler, da mit jemandem zusammen reinzugucken. Das gibt einem auch noch viel mehr Power, so, ne? Das also einmal das Bauchgefühl und dann, jetzt habe ich die Zeile verrutscht. Und siehe da, sie haben weitergeschrieben. Oh, das wundert uns jetzt total. Er hat ihr geschrieben, dass er von ihr geträumt hat. Sie hat ein Foto von sich in einem sexy Hosenanzug, ganze Details hat sich im Außen vorgesendet und er hat dann geschrieben, er liebt dieses Foto mit diesem sexy Hosenanzug und dann hat sie ihm noch ein Foto geschickt mit irgendeinem sexy anderen Sachen und dann, das macht mich wieder so hot. Also ich habe das jetzt mal so ein bisschen frei formuliert hier. Ich habe dann, ja, also das ist natürlich, muss man jetzt nicht drüber reden, nicht ernsthaft, ne? Ich habe dann also vor 3 Wochen die Beziehung beendet. Dann schrieb er mir, ich war nie untreu. Ja, also wenn man jetzt untreu erst so definiert, als wir hatten 287 Mal ungeschützten Geschlechtsverkehr, ja. Aber das, ich meine, muss man jetzt nicht ernsthaft drüber reden, ne? Natürlich ist das untreu, das ist halt so emotionale Untreue, beziehungsweise er ist halt noch nicht rangekommen, also und selbst wenn er jetzt, was ich für extrem unwahrscheinlich halte, sie nicht hätte treffen wollen, wie ist denn das dann trotzdem keine Untreue? Lass dich doch nicht von diesem Gaslighting so verarschen irgendwie. So. Es sei denn, mein spezielles Verhältnis ist für dich Untreue. Ja, dann sagst du einfach, ja, es ist Untreue. Ich liebe dich. Ja, nicht sein Ernst, echt. Mein Privates geht dich nichts an. Ja, auf so eine schräge Art kann man das sagen, aber da kann man auch sagen, so, was weiß ich, nehmen wir mal an, du verkaufst hinterm Rücken irgendwie, keine Ahnung, Panzer nach Saudi-Arabien oder so. Da kann man jetzt auch nicht sagen, mein Privates geht dich nichts an, weil das
spielt für die Beziehung halt mal eine große Rolle. Also insofern, ja, es ist privat und trotzdem geht sich natürlich was an. Also sicherlich ist, wie gesagt, mit dem Handy hatten wir schon besprochen. Wer sucht, der findet. Ja, und du hast ja auch gefunden. Ich habe es mit meiner Liebe zu dir eben nicht geschafft, dich von deinen Ängsten zu befreien. Also das ist wirklich einfach ekelhaftes Gaslighting, das muss man einfach so sagen. Du willst dich nicht ändern in Sachen krankhafter Eifersucht. Ja, da kann man einfach nichts zu sagen. Denke, wenn ich deine Videos anschaue, dass ich in einer toxischen Beziehung war. Lass mal überlegen. Ja, da mein Arbeitgeber mir vor ein paar Jahren ein Studium neben der Arbeit finanziert hat, war ich zeitlich so angebunden, dass ich vieles nicht mitbekommen habe. Ja, passiert halt. Man will ja auch nicht immer das Schlechteste denken, ne, von seinem Partner. Durch die getrennten Wohnungen und meine damalige Lebenssituation ist mir nicht gleich aufgefallen, dass unsere Bedürfnisse nach Nähe unterschiedlich sind. Ach, das musst du jetzt gar nicht mehr überlegen. Es ist einfach fremdgegangen. Fertig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist menschlich oder jeder von uns hat mal Scheiße gebaut. Also das kann man sagen. Also du kannst es sozusagen nicht verurteilen auf so einer allgemeinmenschlichen Ebene. Oder darfst du es für dich beurteilen, dass du so einen Freund aber nicht haben willst. Fertig. Ne? So soll er es mit anderen machen, aber nicht mit dir. So, ne? Und da jetzt einen Grund zu finden, das ist wirklich völlig unnötig. Er macht es, weil er es macht. Fertig. Damals passte das für mich, sich ab und zu sehen. Er hatte also alle Freiheit. Ja, das ist auch schön. Ich dachte natürlich, dass wir uns Freiheit geben, weil wir uns vertrauen können, dass wir uns sagen, wenn wir uns neu verliebt hätten. Ja, so sollte es auch sein. Es tut so weh und dann noch die Scham. Ach, hör mal auf mit deiner Scham. Weiß ich nicht. In ein Handy geschaut zu haben. Da bin ich weit auseinander wohnen, treffe ich ihn leider auch öfters. Wir haben zum Teil einen ähnlichen Freundeskreis. Ich würde ihm lieber erstmal nicht mehr begegnen. Ja, also das ist immer, kann man jetzt schwer zu sagen, aber ich bleib jetzt mal bei dem Thema Eifersucht. Wir lassen das Thema gemeinsamer Freundeskreis mal außen vor, vielleicht so ein bisschen, weil das ist nochmal so ein eigenes Thema. Also letzten Endes musst du es wissen. Also natürlich ist immer, wie wichtig ist es, dass man sich nicht mehr sieht. Und weil, wenn man jetzt ganz schlimm liebessüchtig wäre, dann würde es auch unter Umständen, wäre es das auch wert, den Freundeskreis zu wechseln, wenn es so ganz schlimm kommt. Aber weiß ich nicht, aber ansonsten ist es halt dieses, habe ich auch schon wieder gemacht, diese Grey Rock Technik, dass du ihm einfach überhaupt keinerlei Emotionalität und Aufmerksamkeit mehr gibst. So, ne? Also würde ich echt sagen, nee, also hast du es echt nicht verdient, dass ich mich mit dir beschäftige, überhaupt nur eine Sekunde so. Ne? So, ich würde ihm lieber erstmal nicht mehr begegnen. Bisher grüßen wir uns höflich, aber ich bin nicht entspannt. Ja, das kann man ja auch nicht erwarten jetzt, nach so kurzer Zeit. Deine Videos haben mir so oft geholfen, mich nicht bei ihm zu melden. Ja, warum solltest du dich bei ihm melden? Er wird das immer wieder machen. Und mal ganz ehrlich, jeder kann mal Scheiße bauen, ja? Und meinetwegen kann man auch mal in einer mehrjährigen Beziehung irgendeinen Mist machen. Aber dann, finde ich, sollte doch also nun wirklich echt ein absoluter Standard sein, dass man das dann zugibt und sagt, ja, ich habe echt Scheiße gebaut und lass uns mal drüber reden. Also das ist, finde ich, und wenn man danach kommt, du bist krank, was wird sich denn bei dem melden? Wozu? Das ist, wäre echt Opfer. Dann machst du dich echt richtig zum Opfer, wirklich. Ich will eine andere Beziehung. Ja, das hoffen wir doch alle. Hab mich bei einer Partnersuche angemeldet, eigentlich bestimmt viel zu früh. Gut, also ich halte da nicht viel von, aber mir wäre jetzt erstmal wichtig, du kommst da weg. Also wie du das jetzt machst, ist dann auch wurscht. Wenn du wirklich jemanden ernsthaft datest, würde ich dann auch sagen, du, ich bin in so einem Übergang, wollte ich dir nur sagen. Also dann sei einfach ehrlich damit und wenn dir das jetzt was hilft, diese Partnersuche, meinetwegen. Aber wenn ich jetzt, die Gefahr ist halt immer, dass man, weil man so im Minus hängt, also im Minus jetzt so energetisch gesprochen, also so noch bedürftiger ist als sowieso schon. Das zieht halt wie im Haifischbecken dann gerne mal wieder so ein Hai an und das ist halt die Gefahr. So, ne? Hatte so viele Zuschriften, ja, das ist doch schön, freudig. Da sind deine Dating-Tipps auch sehr hilfreich. Ja, denkt auch wirklich an den Dating-Kurs.
Gibt es auch ein paar Tipps fürs Online-Dating drin, obwohl ich das natürlich nicht so gut finde, aber jetzt weiß ja, dass es die meisten machen und gibt es auch Tipps zu drin. Ist schon komisch online, habe ich noch nie vorher gemacht, habe ich jetzt mit einem sehr netten Mann ein paar Mal getroffen. Ja, wie gesagt, wenn man das gewohnt ist, dass die eigenen Rezeptoren so toxisch überreizt werden, dann ist es erstmal schwierig mit einem netten Mann, weil der einfach da muss man erstmal alle Rezeptoren mal wieder auf Null und deswegen macht man eigentlich die Datingpause unter anderem. Also würde mich jetzt, weil, sagt man immer so schön im Englischen, nothing beats the fantasy, also gegen diese Fantasie, das würd ich auch noch mehr erkunden, womit hängt das eigentlich alles zusammen, wie ist dein Liebeship programmiert, wie ist der aufgebaut, worauf steht der eigentlich? Also diese Fantasien, die du offenbar hast über deinen Ex-Freund, da kann kein echter Mann mithalten, so, ne? Dein Ex-Freund natürlich auch nicht, weil der ist ja offensichtlich anders, aber ja. Kann ich behaupten, dass ich verknallt bin? Ja, also das erwartest du aber jetzt nicht ernsthaft. Also ich wäre sehr misstrauisch, wenn ich jetzt in dem Zustand, wenn du total verknallt wärst, wäre es ziemlich sicher toxisch. Ich finde ihn aber sympathisch und verlässlich. Vielleicht sollte ich auch erstmal alleine bleiben und mich sortieren. Möchte ja keinen verletzen. Ja, sei einfach ehrlich. Kann Verknalltheit noch später kommen? Ja, wie gesagt, wenn man einen sicheren Partner sucht, sollte man vielleicht ein bisschen, also natürlich verliebt man sich auch in gesunden Beziehungen, auch stark, es hat trotzdem nicht so dieses Kokain-Krasse irgendwie so, ne? Kennt es nur andersrum, erst das mal verknallt und dann entwickelt sich was. Ja, in der Regel ist das auch so, würde ich schon sagen. So, welchen Kurs würdest du mir denn empfehlen? Fehlen. Mal gucken, was du überhaupt schon hast. Ja, da ist ja noch alles offen. Also auf jeden Fall Modul 0. Liebeskummer, definitiv, ganz wichtig. Und dann Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschips, um so diese grundsätzlichen Muster da zu erfahren. Also es gibt ja auch, was ich eigentlich sehr empfehlen kann, ist dieses, es gibt so ein Kombipaket mit den Hauptmodulen, weil da hat man diese ganze Abfolge mit, also Modul 2 ist ja dann nochmal so Vertiefungsübung zum Liebeschip, dann die Selbstliebe-Challenge, die bringt total viel. Dann nochmal zu gucken, hat man selber bindungsängstliche Anteile, wenn man immer so Bindungsvermeider datet. Das ist eine schöne Mischung. Und dann, wenn du jetzt datest, natürlich, ja, diesen neuen Datingkurs. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch schöne Zeit, lasst euch nicht unterkriegen. Ätzende Zeiten, ich will nicht Skifahren, ey. Snowboarden, echt. Scheiß Lockdown. Also sage ich jetzt mit allem Respekt vor den Leuten, die wirklich krank sind, sage ich jetzt ein bisschen flapsig. Ist schon, wie es gemeint ist. Und wir werden uns bald wiedersehen.